Ha, 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 hat gar nicht wehgetan. Ha, 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 ha. Every day. Life. Under my wings, I can feel the air pulling me up as I breathe in the air. Guten Tag, ihr Hübschen. Ich habe jetzt den Haul gedreht. So sieht es jetzt aus. Jetzt werde ich erstmal die Etiketten alle entfernen und die Sachen einmal durchwaschen, damit die Kinder es auch anziehen können, weil jetzt haben die Sachen so lange im Schrank gewartet, bis ich den Haul gedreht habe. Und jetzt habe ich es geschafft und ja, werde die Sachen verräumen. Kian, der ist am Schlafen. Es ist jetzt 10:15 Uhr. Und jetzt habe ich gedacht, wenn ich mich jetzt nicht dran setze, wann dann? Ja, ich werde jetzt auch erstmal hier mein Equipment und so aufräumen und dann werde ich mal gucken, wie das Material so aussieht. Weil, wenn das nichts geworden ist, dann raste ich aus. Ich habe meine Haare heute mal so zum Zopf gebunden. Aber ich hasse das immer, wenn hier immer so kleine Futzel raushängen. Du weißt mit mir, ich habe jetzt ein bisschen den Block geschnitten für morgen. Ja, und ansonsten mache ich nichts. Ich habe jetzt ein bisschen Appetit bekommen und esse hier dieses Knäckebrot von Aldi mit Kürbis und ein Corny Müsli-Riegel mit Milch. Die sind richtig lecker. Ich habe gestern schon einen gegessen und da ist die Füllung ist so weich, so milchig. Schmeckt richtig, richtig lecker. Und das beides, ja, gönne ich mir jetzt. Weil es ist schon Mittagszeit und ich bekomme leicht Appetit. Ja. Ich bin jetzt fertig, habe mich ganz locker flocker angezogen und meine Eltern kommen jetzt und holen mich ab. Wir wollen nämlich ein bisschen in die Stadt. Kian, nein, nicht das Klo. Nee, nicht mit dem Auto, Schatz. Wir werden abgeholt. Kian? We're running out of light. Time is changing day to night. Lines are fading out. And we're dancing in the park. Nothing's wrong with when I start. Cause you look better in the dark. Oh, counting days, I made it through without someone like you. We're running out of light. Time is changing day to night. And you keep asking why. Aua. Heute nur eine. Ui. Hi ihr Lieben, ich habe mich jetzt etwas länger nicht gemeldet. Wir sind schon
sehr, sehr lange zu Hause. Es ist jetzt 7:15 und ich habe alle drei ins Bett gelegt. Heute mal gleichzeitig, also nicht den Kian zuerst. Und mein Nachbar hat mir gerade unser Amazon-Paket gebracht. Ich hatte ja für Milan und Isla so Bücher bestellt, habe ich euch ja im vorletzten Blog, glaube ich, gezeigt. Und zwar einmal meine Kindergartenfreunde für Milan. Das nimmt er dann auch direkt morgen mit in den Kindergarten und möchte das seinem ersten Freund geben. Ja, kann man dann halt so Einträge machen, also derjenige, der das Buch bekommen hat. Und das geht dann einmal quer durch die Kindergartengruppe, je nachdem, wem er das gerne geben möchte. Und ja, da freue ich mich schon, die Einträge dann zu lesen, wenn es dann soweit ist. Ich verlinke euch die Bücher nochmal in der Infobox. Und für Isila ist das Buch gekommen, Meine Kindergartenzeit. Hier kommen dann alle Einträge rein rund um den Kindergarten. Welche Gruppe sie geht, was ihre Lieblingsspielsachen sind, ihre Lieblingsfarbe. Dann kommen natürlich so Bilder rein von Gruppen oder, ach, keine Ahnung, was kenne ich für Kinder, welche Lieder singen wir, das haben wir mal gebastelt und so weiter und so fort. Das Buch ist richtig schön, finde ich sogar ein bisschen schöner als das, was ich für Milan geholt hatte. Ja, das kommt auch in die Infobox. Ansonsten kann ich euch ja mal eben zeigen, wie das hier aussieht. Das sieht nämlich echt Katastrophe aus. Hier steht immer noch die Kamera und die Spielsachen überall verteilt. Und da hinten auch alles schmutzig. Ich werde jetzt nur im Wohnzimmer das ganze Chaos jetzt mal beseitigen und dann werde ich gar nichts mehr machen, weil dann ist Schicht im Schacht. Ich habe ja auch irgendwann Feierabend. So, ich stelle die Kamera jetzt hier auf. Und dann könnt ihr zugucken. Ich habe heute noch bei Lidl ein paar Sachen mitgenommen. Die haben Babysachen bekommen und zwar so Schlupfhosen. Da habe ich jetzt einmal die mit dem Bärchen und einmal die mitgenommen. Also das ist ein Zweierpack für 5,99 €. Und ein Zweierpack Bodies. Die Mokassins haben mir leider nicht so gefallen. Also vom Anziehen her waren die jetzt nicht so toll. Ich habe sie versucht, ihm anzuziehen und das ging voll schwer. Und da hatte ich leider schon keinen Bock mehr drauf. Und ein Zweierpack Wickel Bodies. Also die haben eine richtig gute Qualität für 5,99 €. Fand ich die richtig, richtig gut. Und noch ein Paket Hosen. Für zu Hause im Herbst, Winter perfekt in gestreift und in Unifarben. Genau, das kommt auch in die Wäsche. Und dann habe ich eigentlich schon ganz, ganz viel Herbstzeug gekauft. Ich bräuchte dann vielleicht zum Winter hin noch so ein paar ganz dicke Sachen, aber ansonsten so, habe ich jetzt alles beisammen, was ich haben wollte. Ja, das war es eigentlich. Mehr habe ich nicht zu zeigen heute. Ich schminke mich gleich nur noch ab, gehe duschen auf jeden Fall, weil das war heute sehr, sehr warm und ja, ich habe halt geschwitzt, aber ich muss halt immer warten, bis die Kinder im Bett sind. Dann kann ich immer ganz bequem duschen. Das mache ich gleich und euch wünsche ich noch einen schönen Abend und bis bald. Tschüss! Und ich habe mir jetzt mal so eine Hose angezogen, die ist voll luftig und einfach wieder ein schwarzes Oberteil, weil schwarz im Moment meine Lieblingsfarbe ist. Und ja, dazu ziehe ich einfach meine Chucks oder so an.